So, heute habe ich dann mal nicht das große Geweih am Helm. Dafür habe ich die große Auswahl heute vor mir. Es soll gehen um die Frage TomTom oder Garmin und was ist das Richtige? Ja, wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute geht es um die Gretchenfrage TomTom oder Garmin, beziehungsweise eigentlich natürlich von mir schon wieder eine Trickfrage, weil es geht für mich eigentlich mehr um das Gesamtbild davon und eine mehr generische Frage, wie festgenagelt auf die zwei Marken. Für mich stehen die zwei Marken nur so ein bisschen für zwei unterschiedliche Philosophien, die ich heute erklären will. Und natürlich, wie von mir gewohnt, gibt es auch nicht am Ende das ist es oder das ist es, sondern hoffentlich nur die Informationen für euch, um für euch selber zu entscheiden, zu sagen, das ist das Richtige für mich oder das ist das Richtige für mich. So, das Ganze wird natürlich wieder ein bisschen länger, weil ich gerne vorher mal so ein bisschen Theorie abgreifen will. Die Theorie ist in dem Falle natürlich nur mein Verständnis davon, wo ich relativ überzeugt davon bin, dass es schon richtig ist, aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmt noch irgendwelche, die das besser wissen und besser erklären können und was auch immer, aber ich hoffe mal, es wird reichen für die ganze Geschichte. Und da geht es halt grundsätzlich erstmal darum, was die Navis alles leisten und machen. Und um dann, wie gesagt, auf diese zwei verschiedenen Philosophien für mich rauszukommen. Für diejenigen, die den philosophischen, theoretischen Teil nicht angucken wollen oder die es nicht interessiert, gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, in der Videobeschreibung Sprungmarken direkt zu den anderen Themenpunkten zu haben, beziehungsweise bei den entsprechenden Playern müsste es ja auch direkt angezeigt werden als Kapitel. Und dafür will ich jetzt erstmal noch was ganz Grundsätzliches loswerden. Zum Thema Computer, weil da sind ja viele Leute, die heutzutage immer schon gern hergehen und sagen, boah, was der alles kann, hier 3D-Grafik und was weiß ich was alles. Und vergessen dabei irgendwie immer, dass ein Computer an sich erstmal ein strunzdoofes Stück Elektronik ist, was gerade mal bis 1 zählen kann, nämlich 0 und 1. Und alles, was danach kommt, ist sozusagen nur darauf basierend, dass irgendjemand sich was ausgedacht hat, das in irgendeiner Form so zu kombinieren, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Ja? Und den Gedanken behalten wir jetzt bitte mal so ein bisschen im Hinterkopf. So, wenn es jetzt um Navigation geht, dann basiert das Ganze für den Computer natürlich erstmal rein auf Daten. Und die Daten sind einfach nur Koordinaten in irgendeiner Form. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Straße, das ist einfach eine Linie, die zwischen verschiedenen Koordinaten gezogen werden. Wir haben irgendwelche Gebäude, Ortschaften, irgendwas, was auch immer, was auf der Karte auftaucht, was dann halt ein Polygon oder ein einfaches Rechteck bestehen aus Koordinaten, die miteinander verbunden sind. Das heißt, für den Computer sind das aber einfach nur eine Riesenansammlung von Zahlen. Und wo wir Menschen sozusagen drauf gucken, sagen, oh, guck mal hier, das ist ja ganz einfach, da geht es da lang oder dort lang. Das muss ein Computer erstmal rausfinden anhand den Zusammenhängen von irgendwelchen Zahlenreihen. Und das ist wiederum, was sich irgendwann mal jemand ausgedacht hat dafür und das entsprechend programmiert hat. Deswegen so, warum kann das Navi das nicht einfach, ist aus meiner Sicht immer eine ziemlich blöde Frage. Weil da steckt ziemlich viel Technik dahinter. So, jetzt habe ich aber genug erstmal rumphilosophiert. Jetzt gucken wir uns das an, was macht das Navi sozusagen. Und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Sachen, die beim Navi gleichzeitig mehr oder minder passieren. Das eine ist die Kartendarstellung. Das heißt,
aus diesem ganzen Sommelsurium aus Zahlenreihen, die irgendwelche Koordinaten darstellen und dann in irgendeiner Form gruppiert sind, das ist eine Straße, das ist ein Gebäude, das ist was weiß ich was, soll der eine Kartendarstellung hinmachen. Das ist noch relativ simpel. Ja. Da kann man dann halt entsprechend sich irgendeine Darstellung wählen und da gibt es halt auch verschiedene Geschmacksrichtungen, wie die Darstellung denn aussieht. Da komme ich dann später nämlich nochmal drauf. Aber an sich ist das so mittlerweile eine Standardübung. Da haben sich genug Leute drüber Gedanken gemacht, irgendwas zu zeichnen, zu grafisch darzustellen. Aber man muss halt immer noch im Hinterkopf behalten, dadurch, dass der Computer das irgendwie auf dem Bildschirm zeichnet, erkennt er da keinen Sinn dahinter. Und da kommen wir dann nämlich zu dem zweiten Punkt und das ist dann das eigentliche Routing sozusagen. Und da arbeitet der Computer eigentlich gar nicht mit der grafischen Darstellung, sondern mit einem, ich schätze mal, am besten bezeichnet man es als Netzplan. Ja. Das heißt, der spinnt dann einfach so ein Netz aus diesen Daten, extrahiert er daraus, wo dann einfach sagen, hier zwischen dem Punkt A und dem Punkt B besteht eine Verbindung. Und zwischen A und C besteht eine Verbindung. Und dann besteht eine Verbindung zwischen B und E zum Beispiel. Und wenn du jetzt von A nach E willst, kann er halt über diesen Netzplan sich eine Verbindung raussuchen. Das ist erstmal grundsätzlich Routing. Und dabei interessiert es dem Computer an sich erstmal nicht die Bohne, ob die Strecke so ist oder geradeaus oder was auch immer. Das ist einfach nur eine Verbindung. Natürlich will man auch irgendwie ein gescheites Routing hinkriegen. Und deswegen wird dieser Netzplan dann im Zweifelsfall noch mit zusätzlichen Informationen aufgepimpt. Ja? Weil dass eine Verbindung zwischen A und B besteht und zwischen A und C, gibt ja noch nicht an, dass man jetzt da sozusagen, wenn wir beide dann zu E in irgendeiner Form führen oder D, keine Ahnung, wie lang das Ganze ist. Das heißt, das ist so die erste Geschichte, wie man sagen kann, okay, wie man ein Routing hinkriegt. Selbst wenn man jetzt die Entfernung dazwischen hat, weiß man immer noch nicht, wie schnell ist das Ganze, weil dafür braucht man dazwischen noch die Information, wie schnell darf man fahren auf der Strecke. Es kann ja sein, das eine ist eine Zone 30, das andere ist Autobahn. Ja? Und auch wenn es Autobahn 20 mal länger ist, bist du trotzdem schneller da, so nach dem Motto. Und diese ganzen Informationen werden dann sozusagen auf diesen Netzplan draufgepackt, um dann halt ein entsprechendes Routing zu finden. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, was ihr vielleicht mal gesehen habt, dass es dann zum Beispiel beim Garmin Karten gibt, wo dann steht extra dabei, diesen Routing fähig oder nicht. Weil letztendlich das Routing fähig nichts anderes heißt, glaube ich, dass halt eben dieser Netzplan daraus auch noch extrahiert worden ist, mit dem dann der Router wirklich was anfangen kann und nicht nur die Darstellung. Und wenn man jetzt die Sachen sozusagen sich rein mal anguckt, dann müsste es bei euch ja auch schon so ein bisschen geklingelt haben, wo jetzt zum Beispiel das Routing-Profil kürzeste und schnellste Strecke herkommt. Ja, das eine ist wirklich die Entfernung zwischen den Knoten, die aufsummiert wird. Das andere ist dann halt mit Berücksichtigung der Geschwindigkeit, die gefahren werden kann. Und so kann man da verschiedene Routing-Profile rauskriegen. Und das ist auch der Punkt, wo dann natürlich jeder Hersteller versucht, irgendwas zu optimieren. Ja, gerade in Bezug auf Motorradfahren versucht ja jeder in irgendeiner Form jetzt da das Interessanteste für Motorradfahrer rauszukriegen. Und da kann es dann sein, dass sie die Höhenprofile noch mit reinbeziehen in den Routingplan. Oder wiederum, das ist jetzt mein Verständnis davon, Kalimoto zum Beispiel scheint ja einen Algorithmus entwickelt zu haben, der versucht aus diesen reinen Zahlen, aus den reinen Koordinaten und Höhe und was weiß ich, Richtungswechsel, keine Ahnung was, automatisch rauszuberechnen, wie kurvig eine Strecke ist. Und sozusagen diesen Wert dann als zusätzliche Information in dem Netzplan berücksichtigt. Das heißt, wenn zwei Strecken zum Beispiel gleich lang sind oder ähnlich lang,
dass sie dann zum Beispiel bevorzugt die Route nimmt, die den höheren Kurvigkeitsfaktor hat. So nach dem Motto stelle ich mir das vor. Und so trickst dann halt jeder Hersteller ein bisschen rum, versucht halt das Optimum für euch in Anführungszeichen rauszukriegen, beziehungsweise halt auch für euren Anwendungsfall rauszukriegen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum sich eigentlich niemand mehr wundern sollte, wenn ihr eine richtige Route nehmt als GPX-Datei, die auf verschiedenen Navis draufladet und dann unterschiedliche Routen bei rauskommen. Selbst wenn ihr auf demselben Hersteller seid. Ja, beim selben Hersteller kann es ja sein, dass ihr unterschiedliches Routing-Profil jetzt eingestellt habt oder irgendein Häkchen anders gemacht habt. Und zwischen den verschiedenen Herstellern kann es dann natürlich extreme Unterschiede sein, weil das Kartenmaterial unterschiedlich ist. Der eine hat eingezeichnet, dass das eine Zone 30 ist, der andere hat es nicht. Und schon kommt eine komplett unterschiedliche Berechnung raus, weil die Route in der GPX-Datei sind ja sozusagen nur die Wegpunkte in einer bestimmten Anordnung. Und jedes Navi geht dann her und versucht die so sinnvoll wie es geht mit dem ihm zur Verfügung stehenden Netzplan zu verbinden. So. Ich hoffe mal, das war jetzt da genug der Theorie und der Philosophie dahinter. Und ich hoffe auch, ja, richtig. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich am Anfang gesagt habe, es geht bei mir jetzt gar nicht so sehr um Marke TomTom oder Marke Garmin, sondern wirklich um zwei verschiedene Philosophien, die zwei Geräte für mich repräsentieren. Garmin ist für mich wirklich ein klassischer Navigationshersteller. Und auch wenn man jetzt hier, ich habe jetzt im Moment den Navigator 5 vom BMW, was ja auch ein Garmin ist, jetzt zum Beispiel hier, der optimiert ist jetzt auch für Motorradsachen. Das sind sozusagen nur kleine Stückwerk, was die noch oben drauf gesetzt haben. Aber im Herzen drin ist das halt wirklich so ein Hardcore-Navigationsgerät, klassischer Form in Anführungszeichen. Und der wichtige Punkt eigentlich ist, dass sozusagen hier bei den Garmin-Geräten, da geht es halt wirklich um die Navigation und die kommen mit verschiedensten Karten zurecht. Ja? Weil Garmin-Geräte kriegt ihr ja von welchen, die fürs Wandern gut sind, für Mountainbike-Fahren gut sind, für Fahrradfahren, für Motorrad, für Auto, für Wohnmobile, für LKWs gibt es dann entsprechend spezialisierte Karten und dahinter liegen sozusagen auch Routing-Profile und beziehungsweise Netzpläne, die dann das Routing entsprechend optimieren für bestimmte Sachen. Und im Garmin an sich ist es erstmal egal, was es für eine Karte da vorgesetzt kriegt oder für einen Routingplan. Es hat halt sozusagen die ganzen Werkzeuge, um das rauszulesen und dann damit irgendwas anzufangen. Und sie sind halt an der Stelle auch ein Stück weit erheblich offener. Ne? Ich meine, Garmin liefert euch Karten, aber ihr könnt, und das haben wir, glaube ich, bei meiner Basecamp-Folge so ein Stück weit gesehen, auch selber aus OpenStreetMaps Karten generieren. Und die sind ja nicht nur für das Basecamp dann gut, sondern die könnt ihr wirklich auch aufs Gerät übertragen. Ja? Und dadurch könnt ihr quasi demselben Stück Hardware eine andere Karte für ganz andere Zwecke unterschieben, die dann halt Straßen kennt, die normale Garmin-Europa-Karte, die ihr mitgeliefert kriegt, habt, gar nicht kennt und dementsprechend auch nicht routen kann. Aber wenn ihr halt eine entsprechend routingfähige Karte euch irgendwo hergezogen habt und die ist in dem passenden Format, dass das Garmin was mit anfangen könnt ihr die draufpacken und benutzen und könnt dann auch euch navigieren lassen auf Feldwegen in Anführungszeichen. Also, wie gesagt, hier mehr der klassische Ansatz Navigationsgerät, ein bisschen aufgepimpt, in dem Fall fürs Motorrad. Und auf der anderen Seite haben wir dann sowas wie TomTom. Und bei TomTom ist es jetzt so, der fokussiert sich viel mehr jetzt gerade hier auch im Motorradbereich oder selbst beim Auto und so weiter auf den User, würde ich mal sagen. Versucht das halt ein bisschen einfacher zu gestalten. Ihr kriegt hier nur die eine Karte, die von TomTom kommt. Ja. Die ist von der Darstellung her dann halt so optimiert, wie TomTom sich denkt, oh, so hat der User den meisten Nutzen daraus. Und so ist das am einfachsten und am ersichtlichsten zu machen.
und ihr müsst euch um nichts weiter kümmern. Ich meine, beim Garmin könnt ihr jetzt auch sagen, ich nehme einfach die Karte, so wie ich sie gekriegt habe, und dann funktioniert das auch. Ja, funktioniert in den meisten Fällen auch, aber rein von der Bedienung her, ist jetzt natürlich auch wieder reine Geschmackssache, finde ich jetzt hier die TomTom-Darstellung zum Beispiel erheblich schicker und halt so Kleinigkeiten drumherum jetzt, wenn hier die Navigation läuft, dieser Balken an der Seite, der euch verschiedene Sachen auf der Strecke zeigt, finde ich von der Bedienung her viel schicker, wie jetzt zum Beispiel auf der Garmin-Kiste. Das ist ja nichts, was die jetzt im Zweifelsfall nicht auch könnten, aber das sehen die, glaube ich, nicht so sehr als deren Fokus und deren Priorität. Hier geht es im Zweifelsfall halt für mich zumindest einfacher handhaben. Und auf der anderen Seite beim Garmin ist es dann halt so, wie ist es so schön bei Spider-Man, with great power came great responsibility. Ja. Hier kann dann natürlich auch schief gehen, viele Sachen. Also ich hatte jetzt auch in einer der, ich glaube, Basecamp-Folgen unten drunter, dass dann halt einer Kommentar gesagt hat, ja, er hat sich dann so eine Karte zusammengebaut, aufs Garmin gepackt, alles schön und gut, nur dann irgendwann mittendrin hat sich ständig sein Garmin aufgehängt mit der Karte. Und er hatte Probleme und dann ist er wieder auf die Standardkarte von Garmin zurückgewechselt. Dann lief das Gerät einwandfrei, aber dann haben ihm natürlich irgendwelche Straßen gefehlt, die er eigentlich gebraucht hätte, gerade in so abgelegenen Gebieten. Und das ist das, was ich meinte. Hier so TomTom, die Kategorie, die konzentriert sich mehr so dem Benutzer, das so angenehm, so einfach wie möglich zu machen, dass er sich um so wenig wie möglich kümmern muss. Auf der anderen Seite halt auch sicherzustellen, dass das vernünftig alles läuft. Und am Anfang habe ich ja gesagt, dass das für mich so eine Grundsatzfrage ist, dass das nicht nur jetzt für die zwei Hersteller konkret gilt und auch nicht nur für die Navigationsgeräte gilt, sondern dasselbe Spielchen findet ihr eigentlich auch bei den Navi-Apps zum Beispiel. Und da ist es für mich zum Beispiel so, dass ich sagen würde, lass mich mal überlegen, Kalimoto gehört für mich so in die TomTom-Richtung. Möglichst einfach gehalten, die machen so viel wie möglich für euch. Kann natürlich sein, dass sie nicht für jeden genau das Richtige haben, was er jetzt da gerade haben will, aber ihr wisst zumindest, ihr seid da relativ einfach abgedeckt. Die kümmern sich um alles, das ist einfach da, ihr drückt und macht und fertig. Auf der anderen Seite haben wir dann sowas wie das Osmond oder das, wie heißt das, der Name, finde ich den immer so merkwürdig, Locus Maps, glaube ich, ja, wo man verschiedenste Karten sich dann halt auch reinladen kann und halt verschiedene Sachen treiben kann. Auch, was ich schon gesagt habe, jetzt hier auf der einen Seite kannst du dann 1000 verschiedene Kartendarstellungen wählen. Ja, je nachdem, wie was ihr für einen Anwendungsfall habt, werden verschiedene Straßen anders hervorgehoben und einfacher dadurch sichtbar. Und die optimieren das natürlich jetzt da rein auf den Straßenfall sozusagen und auf Standardstraßen. Und was habe ich noch? Kurviger zum Beispiel. Die Kurviger App für mich ist irgendwo so ein bisschen ein Zwitter, weil sie aus für mich aus zwei verschiedenen Varianten besteht. Auf der einen Seite habt ihr die Online-Version, das heißt, ihr könnt die Kurviger App ja mit Online-Karten benutzen. Dann ist es so ein bisschen mehr hier in die Richtung, weil da haben die Jungs von Kurviger das hauptsächlich hinterlegt auf ihrem Server und so weiter, was da genommen wird. Auf der anderen Seite könnt ihr das ja auch offline benutzen. Und beim Offline, dann wird es natürlich richtig hardcore für mich bei Kurviger, weil dann müsst ihr euch selber drum kümmern, erstmal die Offline-Karten irgendwo als Datei runterzuladen, zu installieren und dann auf das Gerät zu packen und dann sogar nochmal das Routing in Anführungszeichen extra. Mittlerweile ist es ja nicht nur eine Routing-Datei, sondern ein extra Programm, was wiederum seine eigenen Routing-Sachen hat und dann sozusagen das Routing nur an die App weiterleicht. Ja, und so könnt ihr mächtig viel damit machen, aber seid halt erheblich mehr in der Verantwortung. Und das ist für mich so die Zweiteilung, die ich am Anfang halt irgendwo ja, euch erzählen wollte, beziehungsweise euch klar machen wollte, die man so bei den verschiedenen Geräten hat. So, und mit der Aufteilung könnt ihr dann halt jetzt schon eher sagen, was ist sozusagen die richtige Richtung für mich? Will ich fahre rein auf der Straße, will es so einfach wie möglich haben und will da nur schöne
Strecken fahren und möglichst viel automatisch da zusammengeraffelt kriegen, dann seid ihr hier so auf der Seite richtig. Auch so Spielereien wie Stauumfahrung oder sowas ist hier halt echt schick gemacht, finde ich. Auf der anderen Seite wollt ihr jetzt da mehr auch mal Offroad vielleicht sogar fahren oder halt ihr seid wirklich in abgelegene Gebiete unterwegs, wo die Karten, die standardmäßig geliefert sind, nicht genau genug sind. Und da kommen dann wirklich die Stärken von OpenStreetMap beispielsweise zum Tragen. Dann habt ihr natürlich erheblich bessere Karten hier mit so einem Garmin oder einem entsprechenden Navi-App, die halt so andere Karten unterstützt. Also könnt ihr euch da dann sozusagen für euren Fall die richtige Seite der Macht, würde ich jetzt noch mal sagen, raussuchen, was auch immer die richtige in dem Moment ist. Tja, und damit habe ich jetzt hoffentlich wieder meinen Dienst getan, ein paar zusätzliche Infos zu liefern für euch, wie ihr für euch entscheiden könnt, in welche Richtung ihr tendiert, was für euch das Richtige ist. Ich weiß, ohne natürlich jetzt auf konkrete Details eingegangen zu sein, die kriegt doch vielleicht zum Teil, jetzt nicht mit der Aufteilung, aber zumindest habe ich noch vor, jetzt zum Saisonstart wieder mal einen Vergleich von Navi-Apps zu machen. Zugegebenermaßen werde ich mich da überwiegend sozusagen auf der Standard-Consumer-Seite aufhalten, aber da geht es dann zumindest oder soll es zumindest noch mal mehr ins Detail gehen, mit meinen üblichen Testszenarien, die ich da so habe, was wiederum auch primär natürlich meine Art zu navigieren reflektiert. Aber ich hoffe mal, dass das auch für viele von euch die richtigen Szenarien sind und dass euch das dann wieder was bringt. Ja, aber bevor ich jetzt da hier noch großartig das Video in die Länge ziehe, würde ich mal sagen, das war's dann wieder gewesen von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch was genützt und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.